Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, stellen Sie sich vor, Sie stehen an diesem Pult. Plötzlich haben Sie Schmerzen im Unterbauch, die Ihnen die Beine wegziehen und in die Knie zwingen. Sie liegen auf dem Boden, schreien vor Schmerz. Und das passiert nicht nur einmal. Diese Schmerzen kommen immer wieder, regelmäßig, jeden Monat. Und wenn Sie dann zu einer Ärztin oder zu einem Arzt gehen, dann heißt es oft nur, Schmerzen während der Menstruation sind normal, nehmen Sie halt eine Tablette. 5-mal werden Frauen im Schnitt abgewiesen, bis sie ernst genommen werden. 10 Jahre dauert es durchschnittlich vom Erstkontakt bis zur Diagnose der Krankheit Endometriose. Dabei ist jede 10. Frau betroffen und fast 30.000 Frauen wurden 2020 deswegen sogar im Krankenhaus behandelt. Ich weiß eine Menge Zahlen, aber eine muss noch sein. 16 Jahre lang hatte die Union Regierungsverantwortung. Und jetzt spielt sie sich hier als Retterin der Endometriose-Erkrankten auf. Nichts ist in den 16 Jahren passiert. Und ich weiß, da war wieder die böse SPD schuld. Den gebe ich auch gerne die Schuld, meistens auch zu Recht. Aber mal ehrlich, das Gesundheitsministerium, das lag 8 Jahre lang bei Ihnen. Was haben Sie denn in der Zeit unternommen, um den Betroffenen zu helfen? Fragen Sie doch mal Ihren ehemaligen Gesundheitsminister Hermann Gröhe, wie sein Kampf gegen die Endometriose aussah. Oder Jens Spahn, was hat der denn gemacht? Und auch das Forschungsministerium lag 16 Jahre lang in CDU-Hand. Da können Sie sich aufregen, so viel Sie wollen, das stimmt halt trotzdem. Und Sie haben es nicht geschafft, auch nur ein vernünftiges Forschungsprojekt zu finanzieren. Aber gut, es lohnt sich ja auch nicht, sich aufzuregen. Andere Länder sind da deutlich weiter. In Australien zum Beispiel hat die Regierung sich für die jahrzehntelange Vernachlässigung von Frauen entschuldigt. Dort gibt es jetzt einen landesweiten Aktionsplan. In Frankreich wurde der nationale Kampf gegen Endometriose ausgerufen, der eine umfassende Versorgung und Geld für Forschung sicherstellen soll. Und aufgrund dieser Forschung wurde jetzt auch ein Speicheltest entwickelt, der binnen 2 Wochen feststellen kann, ob eine Frau an Endometriose leidet. Das sind doch genau die Ergebnisse, die wir brauchen. Und auch die Ampelregierung hat sich die Gendermedizin auf die Fahnen geschrieben. Das ist schon mal sehr gut. Entsprechend erzählte Minister Lauterbach der Presse auch, dass sein Ministerium mit dem Forschungsministerium einen guten Austausch zu dem Thema hat. Immerhin dachte ich mir, aber dann habe ich halt mal gefragt und Akten angefordert. Das Ergebnis, es gab seit Regierungsbeginn exakt 1 Gespräch zwischen den Häusern. 1. Das ist schon ein bisschen peinlich, wenn Sie mich fragen. Und dann habe ich nachgefragt, wie sieht es denn mit der Förderung für Endometrioseforschung aus? Und während das Haus vom Gesundheitsminister mir erklärt, es gäbe kein Geld, erklärt der Haushaltsausschuss am gleichen Tag, an dem ich die Antwort bekommen habe, es werden 5 Millionen bereitgestellt. Nur hat das scheinbar niemand dem Gesundheitsminister gesagt. Reden Sie nicht miteinander? Also so sieht Austausch in meinen Augen nicht aus. Und Endometriose scheint im Gesundheitsministerium leider immer noch keine Priorität zu haben. Immerhin, es geht voran. Und was diverse Regierungen verschlafen haben, fängt wieder einmal die Zivilgesellschaft auf. Die Endometriose-Vereinigung kämpft seit Jahren um Aufmerksamkeit für die Krankheit. Sie hat aufgezeigt, wo Forschung nötig ist und diese Aufmerksamkeit geschaffen. Ich möchte allen Engagierten für ihren Einsatz danken. Denn Endometriose ist mit so viel Leid, mit Stigma, mit Schmerzen und mit Ängsten verbunden. Also schaffen wir gemeinsam Aufmerksamkeit und Bewusstsein, helfen wir gemeinsam, Tabus abzubauen und vor allem nehmen wir endlich das Geld in die Hand, das wir brauchen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion erhält das Wort Nicole West.